willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, in diesem Video dreht sich einmal mehr alles um den Valentinstag, wie auch schon letzte Woche. Und ja, ich dachte mir, in diesem Video zeige ich euch wirklich super, super, super schnelle, einfache DIY- und Überraschungsideen für euren Schatz, dass ihr wirklich so last minute einfach kurz noch zusammenstellen könnt. In weniger als einer Minute habt ihr bestimmt alles zu Hause. Und ja, ich dachte mir, ich mache einfach so ein Video für euch, wirklich mit super einfachen drei Ideen. Und ja, ich hoffe wirklich sehr, das Video gefällt euch. Wenn es so ist, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und natürlich dürft ihr mich auch gerne unten abonnieren. Und dann würde ich doch sagen, starten wir gleich mit dem ersten DIY. Und als erstes habe ich mir einfach eine Tüte Gummibärchen genommen und habe dann einfach eine Notiz dazu geschrieben mit "Du bist unentbehrlich". Also wirklich wie ein Bär, die Gummibären. Irgendwie, ja, ich fand die Idee total süß, habe das auf Pinterest gesehen, auf Englisch und dachte mir, ja, das kann man ja eigentlich auch in Deutsch machen. Und ja, wie auch das wirklich, ihr sagt einfach kurz, wie gern ihr jemanden habt, aber es geht eben super, super schnell. Und ja, auch eine mega süße Idee. Und für das zweite DIY habe ich mir dann überlegt, ich mache einfach so eine Art Pfeil. Und zwar mit einem Schokoladenherz, einem Kaugummi, Zahnstocher und Washi-Tape. Und ja, ich habe dann einfach die Zahnstocher zusammengesteckt, zusammengebunden mit Kleber. Und dann einfach nur noch den Kaugummi in der Mitte angemacht und vorne dann das Herz, alles in Rot. Einfach, dass es auch schön Valentinstag tauglich ist. Und hinten habe ich dann einfach noch das Washi-Tape rumgewickelt, zugeschnitten, dass es aussieht wie so ein kleiner Wimpel und das Ganze sieht dann mega süß aus, wie so ein Pfeil vom Amor. Und das finde ich nun mal auch super, super süß. Einfach so schnell zum Sagen, dass man einen gern hat. Und dann habe ich auch schon die dritte und letzte Variante, jemandem zu sagen, dass man einen gern hat, einen liebt oder einfach so, um Danke zu sagen. Und zwar habe ich mir in meinem Badezimmer für meinen Schatz, für meinen Freund, einfach aus Post-it-Notes solche Liebesbriefe geschrieben, einfach mit "Ich liebe dich". Ihr könnt natürlich auch mehr schreiben, was ihr möchtet. Und habe das dann so an den Spiegel geklebt, dass es aussieht wie ein Herz. Und ich finde einfach auch, das ist so, so süß. Und wie gesagt, ihr braucht nichts, irgendein Blatt Papier, einen Stift, Kleber und fertig. Wirklich auch eine meiner Lieblingsideen, denn ja, wie gesagt, es kostet euch nichts und es kommt von Herzen und das sind einfach die Geschenke, die ich am liebsten mag und ist auch so eine kleine Überraschung zum Beispiel für dann am Valentinstagmorgen oder ja, einfach so eine kleine Überraschung. Und ja, das waren dann auch schon meine drei wirklich super, super einfachen, günstigen, eigentlich kostenfreie Überraschungen und DIY-Ideen, wie ihr jemandem Danke sagen könnt und das ihn liebt. Vergesst auf keinen Fall, meine Videos der letzten Woche anzuschauen, denn dort habe ich auch schon drei Videos zum Thema Valentinstag hochgeladen. Auch DIYs, Snacks und Süßigkeiten-Ideen sowie auch einen Make-up-Look. Und genauso geht es diese Woche auch weiter, also vergesst nicht, am Freitag und Sonntag um 15 Uhr auch vorbeizuschauen. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns doch am Freitag um 15 Uhr. Bis dann! Tschüss!